Wir haben uns vom Genfersee verabschiedet und ziehen abermals nach Osten. Denn wir haben wichtige Locations noch nicht gesehen. Bei Interlaken legen wir Kurs Süd an. Jetzt sag mal selbst, ist das nicht eine Riesenkulisse? Wir sind in Stechenbach. Wir sind im Lauterbrunnental, im allerletzten Ort. Umgeben von mehreren Wasserfällen. Hinter mir sieht man den Mürrenbachfall. Den werden wir auch noch näher erkunden wahrscheinlich. Hinter dem Campingplatz fließt die Weiße Lutschine. Und da nehme ich euch jetzt gleich mal mit hin. Der Berg im Hintergrund ist das Breithorn, der Namensgeber für den Campingplatz. Nicht weit weg vom Campingplatz finden wir die erste Entdeckung des Tages. Vielleicht wundert ihr euch, wir sind richtig angezogen, obwohl die Sonne scheint. Und es ist auch schon schön warm. Ich habe sogar einen Anorak dabei. Aber das hat auch seine Gründe. Denn gleich wird es kalt und nass. Der Schrägaufzug bringt uns 100 Meter höher durch den Berg. Bald kommt zu nass und kalt auch noch laut hinzu. Die Trümmelbachfälle sind die einzigen unterirdisch zugänglichen Gletscherwasserfälle der Welt. Sie sind erschlossen durch Galerien und Tunnel, durch Wege und Aussichtspunkte. Sie allein führen das Schmelzwasser der Gletscher von der Jungfrau talwärts. Bis zu 20.000 Liter Wasser pro Sekunde. Mehr als 20.000 Tonnen Geröll reißen sie jährlich mit. Hier wird uns die Urgewalt des Wassers vor Augen geführt. Seit Jahrtausenden arbeitet das nasse Element an seinem Weg durch den Fels. Die Trümmelbachfälle sind Teil der 72 Wasserfälle des Lauterbrunnentals,
zu denen auch der eindrucksvolle Staubbachfall gehört. Ihr lautes Donnern und Tosen im Berginneren, die gurgelnden, schäumenden und wirbelnden Wasser, das sind die Tümmelbachfälle. Sie gelten als die größten unterirdischen Wasserfälle Europas. Und wenn wir uns dann ansehen, wie munter plätschern sie dann weiter zu Tal fließen, mag man fast gar nicht glauben, was wir noch vor wenigen Minuten gesehen haben. Im Berge rauscht der Wasserfall. Wenn es nicht mehr rauscht, ist Wasser all. War das nicht ein super Erlebnis? Habe ich euch nicht so viel versprochen, da an diesen Trümmelbach-Wasserfällen. Aber es geht weiter mit Wasser. Hinter mir seht ihr schon einen der Wasserfälle. Schon als wir gestern durch Lauterbrunnen angereist sind, ist uns dieser Wasserfall ins Auge gefallen. Er wird Staubbachfall genannt. Einfach, weil das Wasser bis unten so fein verrieselt, dass man es mit Staub gleichsetzen kann. Wir wandern hinter dem Wasserfall. Aber ehrlich, das hat sich nicht gelohnt. Die paar Tropfen, das ist sicher im Frühling imposanter. Aber lasst uns ein bisschen durch Lauterbrunnen wandern. Als die Jungferjochbahn wieder ins Tal kommt, wird es für uns Zeit, zum Campingplatz zurückzufahren. Am neuen Tag wird wieder geradelt.
bis zur Seilbahn nach Mürren. Ich finde, das ist hier eine geniale Kulisse. Eiger, Mönch und Jungfrau in einem Bild. Wir sind ja eben mit der Seilbahn hier hochgefahren. Wir sind über den Steilwänden, die ich euch vom Campingplatz gezeigt habe. Und hier oben fährt auch eine Eisenbahn. Zwar nur wenige Kilometer, aber sie hat keinerlei Verbindung runter ins Tal. Und ich frage mich immer noch, wie haben die das geschafft, das ganze Material hier hochzubringen? Das UNESCO-Welterbe Jungfrau Aletsch umfasst mit einer Fläche von 824 Quadratkilometern nahezu die gesamten Berner Hochalpen. Dabei liegen ihre monumentalen Bergmassive in den Kantonen Bern und Wallis. Zwei Wege führen in das idyllische Bergdorf Mürren. Von Lauterbrunnen geht es mit der Gondelbahn über die Krütschalb und weiter mit einer nostalgischen Eisenbahn nach Mürren. Oder mit der spektakulären Seilbahn von Stechenberg. Das Bergdorf Mürren liegt auf 1650 Meter über dem Meer und hinterlässt mit seinen braun gebrannten Chalets und der atemberaubenden Sicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau bei den Besuchern einen bleibenden Eindruck. Man spricht auch von der Sonnenterrasse über dem Lauterbrunnen. Heute ist wieder TÜV-Tag. Ihr habt gesehen, ich habe das TÜV aus dem Auto geholt. Wir verlassen gleich das Lauterbrunnental in nördliche Richtung. Dann fahren wir weiter am Thuner See. Dann geht es nochmal über zwei kleinere Pässe. Und dann habe ich in der Karte eine Panoramastrecke gefunden. Die wollen wir uns natürlich auch ansehen. Den Rundkurs vervollständigt nachher die Schleife um den Brienzer See und dann kommen wir wieder zurück. Über Interlaken fahren wir zum Ostufer des Thuner Sees. Dieser Streckenabschnitt gehört zur Grand Tour of Switzerland.
mal ehrlich, es müssen doch nicht immer die hohen Pässe mit den rasanten Serpentinen sein, die Spaß bereiten. Auch am See entlang zu cruisen macht Laune. An dem Lokal hätten wir uns gerne gestärkt. Leider waren alle Plätze belegt. Also den ersten Gang eingelegt und weiter.
Für uns war das ein schöner Tag. Besonders diese Panoramastrecke oberhalb des Sahner Sees. Wir hoffen, du hattest auch Spaß bei unserer Tour durch das Berner Oberland. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.